Wir sind eine Beratungseinrichtung für opiatabhängige Menschen, Substitutionspatientinnen und Substitutionspatienten und gleichzeitig für Menschen, die unter Mehrfachabhängigkeitserkrankungen leiden. Anders formuliert, für suchtkranke Menschen. Die Caritas Steiermark hat das Projekt Drogenstreetwork 1999 übernommen. Es hat eine bemerkenswerte Entwicklung gegeben von einem Zwei-Personen-Betrieb zu einem Zentrum für suchtkranke Menschen, in dem jährlich hunderte Menschen betreut, behandelt und begleitet werden mit bis zu 20.000 Kontakten über alle Arbeitsbereiche. Das Bemerkenswerte ist, dass diese Menschen diese Angebote freiwillig und aus eigener Motivation in Anspruch nehmen und ein hohes Vertrauen zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht. Für mich ist es eine gesellschaftliche Verantwortung, sich um die schwächsten Glieder in der Gesellschaft aufzukümmern. Und die Abhängigkeitserkrankten, vor allem jene, die von illegalisierten Substanzen abhängig wurden, ist die Verpflichtung besonders groß, hier zielführende Maßnahmen auch anzubieten. Zu den Konditionen, die auch angenommen werden können. Und das leistet Streetwork und Kontaktladen. Wir machen derzeit ungefähr 150 Beratungen pro Quartal, wobei ca. 2/3 Männer und ca. 1/3 Frauen zu uns kommen. Ein wichtiger Bestandteil sind Blutabnahmen, Hepatitis-Testungen. Pro Quartal werden ungefähr 20 Testungen gemacht. Einerseits zur Vorbeugung als Information für die Klienten, ob sie eine Infektion haben oder nicht. Andererseits in Zusammenarbeit mit dem Facharztzentrum in Hörgas, wo ein Großteil unserer Klienten die Hepatitis-Behandlung machen lässt. Ein anderer wichtiger Schwerpunkt sind allgemeinmedizinische Beratungen an einerseits Gesundheitsthemen, Infektionskrankheiten, Hautprobleme und Ähnliches, andererseits auch Beratungen mit suchtbezogenem Schwerpunkt, Interventionen, wo es um Motivation, Aufklärung über Gefahren, Nebenwirkungen der konsumierten Substanzen geht. Der Kontaktladen ist einerseits Begegnungs- und Aufenthaltsraum für unsere Besucher und Besucherinnen. Andererseits sollen unsere Besucher und Besucherinnen unsere Angebote hier möglichst unkompliziert in Anspruch nehmen können. Der Kontaktladen, die Sozialarbeiter, das Streetwork, da helfen schon viel. Also da kann man schon, wenn man also auch dranbleibt, sich viel Information holen und viel Hilfe holen. Streetwork heißt aufsuchende Sozialarbeit, das heißt, wir bringen unsere Angebote nach draußen in den öffentlichen Raum. Öffentlicher Raum heißt in unserem Fall, dass wir überall dorthin gehen, wo unsere Zielgruppe ist. Das ist in Graz vor allem der Innenstadtbereich oder auch die Parkanlagen. Wir gehen dabei ganz aktiv auf unsere Zielgruppe zu und versuchen vor allem auch mit den Menschen in Kontakt zu treten, die bisher unsere Angebote noch nicht erreicht haben. Zur Einzelfallhilfe gehört auch, dass wir Klienten und Klientinnen begleiten, zu Ämtern oder Behörden und auch Haftbesuche machen für inhaftierte Klienten und Klientinnen. Die Themen, zu denen wir beraten, betreffen natürlich hauptsächlich Drogen und Sucht. Wir unterstützen die Klienten bei Mietrückständen oder Problemen in der Wohnversorgung. Wir helfen bei der Schuldenregulierung und ganz viel auch zum Thema Grundversorgung, Mindestsicherung und Pension. Abhängigkeit und Sucht sind seit vielen Jahren von der Weltgesundheitsorganisation anerkannte Krankheiten, die grundsätzlich jeden Menschen treffen können. Wir haben den Eindruck, dass dieses Verständnis noch nicht in weiten Teilen unserer Gesellschaft Einzug gehalten hat. Zu diesen Angeboten gehört einerseits eine breite Palette an Beratung und Information, sowie die kostengünstige bzw. kostenlose Basisversorgung mit Essen, Getränken, Wäsche waschen und Duschen und ein kostenloses Spritzentauschangebot, bei dem unsere Besucherinnen und Besucher ihre gebrauchten Spritzen gegen neue tauschen können. Es wird auch in Zukunft notwendig sein, aktiv auf die Zielgruppen zuzugehen, insbesondere auf junge Menschen und zu schauen, wo gibt es Bedarf und Notwendigkeit an Betreuung, insbesondere in der Straßensozialarbeit. Ich
denke da an Themen wie Drug-Checking oder Safer Nightlife. Da gibt es sicher auch in Zukunft noch einiges zu tun. Es wird sich vermutlich einiges verändern, auch in der Zukunft. Das heißt, dass das Klientel sich verändert oder Konsummustern, was auch immer. Und da ist es unheimlich wichtig, quasi das Ohr anlegen zu können und up-to-date die richtigen Sachen anzubieten. Und dafür steht Streetwork und Kontaktline schon seit Jahren und haben mittlerweile einen sehr guten Ruf und eine hohe Akzeptanz. Es gibt vieles, was ich mir wegdenken könnte aus dieser Stadt, aber sicher nicht den Kontaktladen.